So, guten Morgen, willkommen zu einer kleinen Ankündigung und mein Mauszeiger flackert bei der Aufnahme. Ich weiß nicht, sieht man den Mauszeiger von Windows in der Aufnahme? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hat Afterburner nicht nur irgendwie Hardware? Details. Ja, ich muss nämlich ganz viel wichtiges Zeug nicht erklären, aber ich tue es einfach. Denn ich bin wichtig und deswegen muss ich Dinge erklären. Kommen wir zu dem wichtigen Ding. Ich habe eine, schon seit längerem, aber ich dachte, ich erwähne es mal wieder, eine Amazon-Wunschliste. Wo ich mir so teures Zeug wie zum Beispiel einen Lüfter für 8,79 kaufen oder sowas Billiges wie ein Laptop für 3,29. Das sollte grafisch jetzt so aussehen. Schenken könnt, wenn ihr so viel Geld habt. Wie zum Beispiel für ihn. Und ich habe auch eine Steam-Wunschliste, die hat nur inzwischen wie viele Einträge? 673. Die ersten 100, 150 Einträge sind noch sortiert. Danach habe ich angefangen, alles, was interessant aussieht, draufzusetzen. Ich habe überhaupt nicht übertrieben. Ich habe nicht einmal die Hälfte aller Spiele auf Steam auf der Liste. Ein paar Spiele habe ich schon, aber ich finde zum Beispiel CDs von Vampire Masquerade Bloodlines nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wo ich die hin habe. Details. Ich wollte das mal erwähnen. Ist ja bald Steam Sale. So, ich habe hier tatsächlich einen Zettel sogar geschrieben, was ich alles erzählen will. Das wird ein sehr langes Video, wahrscheinlich nicht. Nur 10 Minuten später ist fertig. Spaß. So, ich könnte die Sachen schon mal wegstreichen. Gut, ja, dann wollte ich mal erklären, warum in letzter Zeit so komische Videos kommen, obwohl ich doch hier so Projektliste habe, die ich theoretisch wochenendtechnisch alles bringen würde. Also, letzte Zeit kam mir irgendwie nur noch so Deus Ex und Star Wars, weil ich Deus Ex 1 ewig weit aufgenommen hatte. Und Star Wars hat Delfino tatsächlich dafür bezahlt, ja. Also, wenn ihr ein Projekt wollt, dann könnt ihr mir was schenken. Was Teures, dann mache ich das. Star Wars Let's Play zum Beispiel nur, weil Delfino mir eine Maus für 50 Euro geschenkt hat. Hey. Also wer zum Beispiel will, dass ich Final Fantasy 7 Let's Playen soll, ich habe da einen Prozessor, eine Grafikkarte, ein Netzteil und Festplatten auf meiner Wunschliste. Wer will, dass ich eine Folge Solitär aufnehme, der kann mir auch einfach nur einen kleinen Lüfter schenken. Man muss das in Relation sehen. Nur schlechte Spiele, wie zum Beispiel Final Fantasy 7, die sind teuer und gute Spiele wie... Okay, Solitär ist jetzt kein gutes Spiel, aber ein Video ist nicht top. Das ist nicht schwierig. Da habe ich keinen Aufwand mit. Ja, und wenn ich jetzt noch Star Wars Rogue Squadron 3D aufgenommen bekommen würde, hätte ich auch noch eine Soundkarte bekommen. Aber das will sie nicht aufnehmen. Das ist toll. Bei Afterburner habe ich Performance, also habe ich eine Aufnahme, als hätte ich einen FPS im Spiel. Dabei habe ich 60. Ich weiß gar nicht, warum Delfino keine 1 FPS-Aufnahmen haben möchte. Das ist toll, alle eine Sekunde bewegt sich das Bild. Ist doch einwandfrei, kann man sich angucken. Nee, und der zweite Grund ist, dass meine Festplatte, wo meine Spiele alle installiert waren, kaputt ist. Unter Windows bootet die gar nicht mehr, also mit Windows bootet gar nicht mehr und Knoppix braucht irgendwie 4-5 Anläufe, bevor er die Festplatte erkennt. Aber ich konnte alle Savegames, die sind alle sicher und... Ja, ich muss das halt jetzt neu installieren und so ein bisschen hin und her schieben, damit ich das alles irgendwie noch so hinbekomme, dass ich Spiele habe und meine Aufnahmeplatte nicht voll ist. Aber die Projekte gehen alle weiter und ich muss keins neu starten, hoffe ich. Außer Freelancer, das hatte ich mal angefangen. Da habe ich so ein paar Videos und das, was ihr knistern hört, ist mein Notizzettel. Ja, ich habe mir tatsächlich Notizen geschrieben. Ja, ich habe richtig Aufwand für... Das ist mein aufwendigstes Video, das ich je gemacht habe. Das sagt viel über meinen Kanal aus. Ich weiß nicht, ob ich die noch hochladen soll, denn Freelancer, da hatte ich schon vorher Probleme und das wäre dann ein unvollständiges Let's Play, das ich von vorne anfangen müsste auch irgendwann mal. Das heißt, es würde mitten im Let's Play das Let's Play enden und würde dann nicht weitergehen. Es sei denn, ich fange das irgendwann mal von neuem an. Soll ich die Videos trotzdem hochladen? Schreibt dazu mal irgendwas. Nö. Hast meine Videos, eine Scheiße. So, dann habe ich noch ganz viel anderes Zeug draufstehen. Erstmal zu den Let's Plays, die ich gerne nochmal machen würde, also Wiederholung. Einmal CNC1, damit habe ich schon angefangen, weil die Qualität da noch so ein bisschen scheiße ist, vor allem die Audioqualität, das ist ja grauenhaft. GDI-Kampagne habe ich durch, jetzt muss ich noch die Neben-, also vom Hauptspiel habe ich die GDI-Kampagne schon durch. Diesmal in vernünftiger Mikrofonqualität, also so... wie sie seit eben mich das USB-Ding hab, SC450 USB-Dings.
Da müsste jetzt noch irgendwas davor kommen, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Details. Und auch in besserer Qualität, also in 3200 mal 1800 in 60 FPS, sehr schön. Beziehungsweise die ersten sind auch in 45 FPS, weil YouTube da noch nicht irgendwie. Das hatte das, glaube ich, noch nicht, als ich das Projekt vor irgendwie 3 Jahren nochmal angefangen habe. Ja, also die Hauptkampagne habe ich die GDI durch. Jetzt muss ich noch die Nebenmission machen. Dann noch die Nord-Kampagne, die Nord-Nebenmission. Also was heißt Nebenmission? Die Alternativvarianten sind es ja beim ersten Teil noch. Oder nur noch das Add-on und ja. Ich habe überlegt, vielleicht schaffe ich es ja bis Weihnachten und lade da dann alles hoch. Mal gucken. Ja, außerdem will ich CNC2, also Lammstufe-Rot 1 nochmal machen, weil ich die Qualität einfach grauenhaft finde. Vor allem die Audioqualität. Warzone 2100, das ist auch schon echt alt und Freedom, aber das wird wahrscheinlich erst kommen, wenn es fertig ist. Und ich streiche mir mal die Sachen durch, die ich schon angesprochen habe. Mal gucken. Dämon hätte ja sicherlich gerne, dass ich Doom mache, deswegen mache ich es nicht. Das ist auch der Grund, warum ich diesen 3 nicht spiele. So, das ist das Erste. Ich könnte mal die Wunschlisten zumachen. Also wie gesagt, das mit dem Bezahlprojekt ist übrigens ernst gemeint. Also und nein, mit 1,20 € mache ich kein Let's Play von dem Spiel. Und nein, ich mache auch keine Spiele, die man nicht durchspielen kann. Und ich mache auch keine Speedruns. Nein. Und auch keine Spiele, die in Deutschland illegal sind. Mit illegal meine ich jetzt nicht irgendwie indiziert wie Wolfenstein 3D, sondern so eher so Sachen, die verboten sind wie KZ-Manager oder ähnliches. Also versucht es gar nicht erst. Und ihr solltet mir vielleicht vorher, bevor ihr mir was schenkt, fragen, ob das überhaupt geht. Ich schicke prinzipiell nichts zurück, was ich umsonst bekomme. Aus Prinzip schon nicht. Wo kommen wir denn dahin? Zeug zurückgeben geht ja gar nicht. So, also wie gesagt, die Projekte werden dann langsam beendet. Ja, und dann gibt es später auch wieder Wahlen. Aktuell nicht. Aus dem Grund, der Support für Vista läuft nächstes Jahr im April, zweiten Dienstag im April aus. Das heißt, ich weiß nicht, ob es da nochmal Updates gibt im April, aber ich müsste entweder im April oder spätestens im Mai wechseln, dann theoretisch. Das Problem ist, Windows 7 hat ja nur noch, auch nur noch 3 Jahre Support dann bis 2020. Windows 8 und 8.1, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Und Windows 10, nee, lass mal gut sein. Allein schon, dass ich da irgendwie die, was war es, die Enterprise Edition kaufen müsste, um irgendwie alles, was nach Hause zu telefonieren möchte, abzuschalten. Nee, das ist mir zu viel. Deswegen werde ich auf Linux umsteigen. Debian, um genau zu sein. Debian Stretch. Der Freeze, also das ist aktuell noch in der Entwicklung. Debian 8, da müsste ich wieder einen Haufen Zeug nachher installieren, weil zum Beispiel der Firefox da noch kein HTML kann. Oder beziehungsweise, ich glaube, alle noch kein HTML5 können. Beziehungsweise nur sehr rudimentär, die Browser. Das Ding ist auch noch von 2015. Man merkt, dass Debian immer ein bisschen älter ist. Ja, der Freeze für Stretch ist jetzt im November und wenn alles gut läuft, kommt das dann so im Mai oder im Juni 2017 raus. Das heißt, also da würde ich dann ungefähr wechseln und bis dahin versuche ich möglichst die ganzen Projekte, die unter Windows laufen, allerdings nicht nativ auf Linux, beziehungsweise ich halt, man kann natürlich nachgucken, welche Applikationen unter Wine und so laufen, aber die Frage ist halt, warum soll ich mir jetzt den Krampf antun, wenn ich das auch einfach beenden kann? Wenn dann vielleicht doch ein Spiel irgendwie nicht läuft oder nicht aufnehmbar ist, warum auch immer, dann hätte ich natürlich dann das Problem, dass ich die Projekte erstmal nicht beenden kann, was auch scheiße ist. Deswegen habe ich erstmal die Wahlen ausgesetzt. Ja, tolle Demokratie, ne? Meine Demokratie kann ich einfach mal die Wahlen aussetzen. Sehr gut. Das ist die beste Demokratie, die man. Also eine der besten Demokratien, die ihr kaufen könnt. Spendet mir Geld. So, ja, das heißt also, was wurde zurückgesetzt? Also in der Linux läuft auf jeden Fall schon mal DOSBox. Das ist bekannt. Gibt es hier für alles. Deswegen habe ich erstmal Earth 240, dass ich. Wann habe ich das angefangen? Moment. Moment, wir gucken mal kurz. Das habe ich angefangen. Oh, 2012, ja, das muss ich dann irgendwann beenden. Das hatte ich dann Probleme mit diesem Zwischen gelöst mit der aktuellen. Ich weiß gar nicht, was hatte ich denn da? Performance-Probleme auf einmal aus irgendeinem Grund.
Details. DOSBox läuft, wie gesagt, auch problemlos in der Linux, also Debian. Linux, nicht Debian, das passt. Der hat gar keine Ahnung, wie gestorben. Ja, man muss ja nicht Ahnung von Linux haben. Habe ich auch nicht wirklich. Auch nicht von Debian, nö. Ich kann da trotzdem umsteigen. So, wo war ich? Richtig. Open Arena wird auch, ja. Wobei, dann müsste ich wahrscheinlich demnächst mal wieder eine Aufnahme machen. Mal gucken. Binding of Isaac, das läuft alles auf Linux auf jeden Fall. Und daher wird das erstmal zurückgestellt. Silverfall werden wir wahrscheinlich nicht durchbekommen, bevor ich auf Linux wechsle. Muss man mal gucken. Beziehungsweise Debian. Ich sollte Debian sagen, damit die Leute nicht völlig verwirrt sind. Als ob meine Abonnenten irgendwie geistig nicht verwirrt sein könnten. Ravensburger Puzzle, da mache ich mir eher wenig Sorgen. Das müsste ich auch mal weiter. Habe ich da den Safe gesichert? Ich habe die Festplatte noch hier. Ich kann mit Knoppix vielleicht doch drauf zugreifen, wenn sie nicht völlig die Grätsche gemacht hat. Gut, ich habe es abgesteckt. Da kann nicht viel kaputt gehen, weil Windows nicht mehr booten will, wenn sie ansteht ist. Das heißt, ich werde jetzt erstmal DSX 1 muss ich mal wieder aufnehmen. Da gehen mir langsam die Folgen aus. Empire of 1 muss ich demnächst auch mal weitermachen. Habe ich inzwischen sogar wieder installiert und die Saves übertragen. Da bin ich kurz vorm Ende. Das heißt, das ist bald fertig. Danach wird vermutlich Act of War hier weitergehen. Civilization 2 hatte ich mal angespielt. Das müsste ich erst auch wieder installieren. Ich habe noch viel vor. Wobei ich da auch einfach spiele und das wird jetzt nicht so extrem sein. Nee, das geht. Machine 2 hat for War. Müsste ich theoretisch auch noch beenden, bevor ich auf Linux umsteige. Ich bin nicht sicher, wie gut das da auf aktuelle Version läuft. Man kann das zwar, wie gesagt, hier so überprüfen. Machen wir das mal kurz. Wie gut läuft denn das unter Linux? Wo ist es denn nun? Ich hab das doch schon mal. Das da ist es, glaube ich, oder? Das läuft schon mal sehr gut. Gut, andererseits das letzte Mal getestet mit Version 1.6. Inzwischen ist aktuell 1.8 stable. Dieses Jahr soll noch Version 2.0 rauskommen. Mal gucken, oder 1.10, keine Ahnung. Wie auch immer sie das nennen. Dass das überhaupt gespielt wird. Wer spielt das freiwillig? Ernsthaft? Ich will das gar nicht durchspielen. Ich werde es durchspielen müssen. Ich hasse mich dafür. Arcanum muss ich auch mal gucken. Da habe ich die Saves und alles, aber da ist vermutlich immer noch der Bug. Mit dem muss ich mich endlich mal auseinandersetzen. Es crasht. Und ich muss an diesem Crash vorbei, weil ja, da ist halt technisch Dings, ne? Da geht's weiter. Wäre von vorteilhaft, wenn ich da weiterspielen könnte. Hurricane müsste ich auch mal weiterspielen. Das habe ich ewig nicht mehr aufgenommen. Ja, so alle paar Jahre, aber das sind halt falsch. Die sind doch von 2011, oder? Ja. Open Arena und Hurricane sind doch von 2011. Irgendwann werde ich alles beendet haben. Okay, wobei ich. Es könnte noch eine Weile dauern. Ich habe inzwischen doch einige Projekte wieder beendet. Ich sollte mehr Shooter spielen. Das Last Federation muss ich auch endlich mal beenden. Ja, und CNC möchte ich bis Weihnachten auch noch durchhaben. Da bin ich beschäftigt. Also wie gesagt, bis dahin wird es halt keine Wahl geben. Und ja, wie sieht so eine Linux aus? Oder Debian dann? Ich werde natürlich weiterhin Let's Plays machen. Nein, ich höre natürlich auf, weil unter Linux kann man gar nicht spielen, deswegen gibt es ab da dann keine Let's Plays mehr, sondern der Kanal wird gelöscht. Nein. Okay, bleiben wir mal ernsthaft. Ich kann natürlich nicht genau sagen, was alles läuft. Das ist die Datenbank von Wine bietet da nur so einen ersten Überblick. Da ich aber vor allem ältere Spiele mache, beziehungsweise immer beim ersten Teil einer Serie anfange, wird das wahrscheinlich auf Jahre hinaus kein Problem darstellen. StarCraft 1 könnte ich mal spielen, wenn ich es gerade so sehe. Es gibt ja auch so eine schöne Liste, das kann man sehen. Platin, das ist so out of the box, wie man es halt unter Windows kennt oder wie es unter Windows theoretisch sein sollte, wenn Windows sagt, ja, ich mach das jetzt. Ich habe auch schon Spiele versucht, unter Windows zu installieren, sagt dir Windows, das glaubst du jetzt selbst nicht, dass du das installiert bekommst, oder? Ich hatte letztens so ein Spiel installiert, ich weiß gar nicht mehr. Das war irgend so ein Minispiel, das habe ich für einen Euro mitgenommen. Mit letztes meine ich irgendwie vor 3 Monaten, deswegen weiß ich auch den Namen nicht mehr. Das ließ ich installieren und nach dem Starten bekam ich ein schwarzes Bild und das war es. Aber ist Windows kompatibel, ist schon mal gut, ne? Command & Conquer, ja, da muss ich auch, da werde ich dann auch mal weiterspielen, vielleicht irgendwann mal Strategiespiel.
Alarmstufe Rot, das läuft auf jeden Fall. Also Alarmstufe 2. Gold ist dann, wo es normalerweise problemlos laufen sollte, aber vielleicht eventuell Probleme gibt. Und Silber wird dann so langsam, da muss man schon ein wenig mehr tun. Dann gäbe es noch Bronze, das wird hier nicht mehr angezeigt. Das ist dann schon eher scheiße und dann gibt es richtig scheiße, das läuft gar nicht. Also werde ich wohl kein Adobe Photoshop CS3 Let's Play machen. Der wird zwar voll lustig, ich weiß. Nein, aber ältere Spiele, das ist dann eher. Ich überlege gerade, habe ich irgendein aktuelles Spiel, das ich aktuell jetzt playen wollte? Mir würde Supreme Commander 1 einfallen, aber das ist auch schon wieder irgendwie 10 Jahre alt. Und den zweiten Teil würde ich erst spielen, nachdem ich den ersten Teil gespielt habe. Von daher. Ich überlege gerade wirklich, habe ich irgendein aktuelles Spiel? Ich habe Guild Wars 2, aber das will ich nicht Let's Play. Das reicht mir, wenn es auch so läuft. Und das wird laufen. Da hatte ich ja 64-Bit den Goldstatus. Okay. Also was läuft noch? Emulatoren. Also alles, was irgendwie so F-Zero X will ich irgendwann mal spielen. Das wird auf jeden Fall laufen. N64-Emulatoren gibt es ja auch. Alles, was irgendwie emulatorenmäßig existiert, gibt es ja auch von der Linux, Debian technisch. Von daher, ja, das wüsste ich jetzt nicht. Also, wenn es unter Windows läuft, läuft das auch unter Linux-Emulatoren technisch. Bis ich F-Zero X durch habe, werde ich wahrscheinlich eh 200 Jahre brauchen. Und ja, und so, was noch? Ja, Wine, wie gesagt, mit Wine kann man ja auch durchaus. Also, oder ich komme erstmal zu den nativen Spielen. Ich habe ja auch. Steam gibt es ja auch. Ich schmeiße erstmal ein Zeug runter. Sehr gut. Inzwischen nativ für Linux, inklusive einiger Spiele, wovon über die Hälfte meiner Spiele auch unter Linux laufen. Finde ich gut, dass das läuft. Ein paar nicht, aber ich will auch nicht alles spielen, was ich unter Steam habe. Einige der Spiele sind da fragwürdig. Wobei ich glaube, die fragwürdigen laufen auch unter Linux. Das ist schon mal sehr gut. Ja, dann gibt es wie gesagt Wine, das hatte ich ja hier schon mal angeführt. Angeblich wollen die bis Ende des Jahres noch DirectX 11 integriert haben, vollständig, dass man das problemlos spielen kann. Das ist wäre gut, wenngleich es für mich eher uninteressant ist. Ich habe bei näherer Überlegung und Nachdenken festgestellt, ich besitze kein Spiel, das DirectX 11 oder 10 voraussetzt. Von daher, ja, schön. DirectX 12, keine Ahnung, wann das unterstützt, ist mir auch egal. Denn das könnte ich nicht mal unter Windows 10 benutzen, weil meine Grafikkarte nur DirectX 11 kann. Und wird wahrscheinlich, also bevor Windows 7 nicht Supportende hat, wird DirectX 12 auch keine Rolle spielen. Und beziehungsweise es wird wahrscheinlich zusätzlich integriert werden und dann bessere Leistung oder bessere Grafik bieten. Was meine Grafikkarte dann eh nicht mehr schaffen würde, weil. Selbst wenn sie da X12 fähig würde, die ist nämlich noch von 2000, Anfang 2000, Anfang Mitte 2012 ist das Modell rausgekommen. Die 7800er Serie kam Ende 2011 auf den Markt. Es wird langsam schwierig, wenn man da aktuelle Spiele in höheren Einstellungen spielen will. Was noch? Außerdem gibt es ja noch Gallium 9 für Wine. Das ist eine native Implementierung von DirectX 9, ist allerdings nur in den freien Mesa-Treibern enthalten, die ich benutzen werde. Das sind die hier. Die sind inzwischen recht gut geworden. Also zumindest, wenn man nicht gerade top aktuell hatte, das ist die Performance immer noch so ein bisschen im Vergleich zu den offiziellen Treibern von AMD und Nvidia halt. Beziehungsweise nur AMD. Nvidia-Treiber auf einer AMD-Grafikkarte würde, glaube ich, nicht so gut laufen. OpenGL ist inzwischen 4.5 angelangt bei der aktuellen Version. OpenGL ES, keine Ahnung, gibt es irgendein Spiel, das das braucht? Ich glaube eher nicht so. Also fiel mir jetzt nichts ein und dann gibt es da so ein paar zusätzliche Sachen. Weil das die aktuelle Version ist, das wird auch die sein, die in Debian 9 Stretch enthalten sein wird wahrscheinlich. Hier steht noch 4.10er, keinerweise ist noch 4.9er. Der Release dafür, habe ich schon erwähnt? Ich glaube schon, ja, Mai, Juni 2017. Das wird auch so ungefähr sein, wann ich wechseln werde. Es könnte also sein, wobei ich nehme vorher auf. Das heißt, das dürfte man gar nicht mitbekommen, wenn ich noch ein bisschen Reserve aufnehme. Ich müsste mal da tun. Ich habe das fast alles verballert vor kurzem.
Es kamen vor kurzem ja ein paar mehr Videos, wie man vielleicht gemerkt hat, der ein oder andere. Ja, und dann werde ich das ein bisschen einrichten müssen, weil ich musste noch ein paar Sachen über Backports. Also Debian Stable wird de facto nicht mehr aktualisiert nach dem Release. Also es gibt nur noch Sicherheitsupdates, aber keine neuen Paketversionen mehr. Das heißt also, wenn ihr irgendwie euren Browser 50 Nummern weitergeht und dann ganz tolle neue Features, die ihr vermutlich nie benutzt, aber Hauptsache man hat sie drin, ne? Den gibt es nicht. Es gibt nur die Sicherheitsaktualisierung für, sagen wir mal, Firefox 50 ist dann die Stale-Version, dafür gibt es Sicherheitsupdates. Und wenn man was Neues will, dann muss man entweder eine andere Distribution nehmen oder man muss sich irgendwie Testing oder Unstable, was ich eher nicht so installieren möchte, also zumindest nicht auf diesem Produktionssystem. Ich habe auf meinem Laptop Unstable, das läuft da ganz gut. Andererseits ist da auch nicht so viel los und leistungsmäßig kann man damit auch nicht spielen. Von daher ist das wieder was anderes. Vor allem, weil Unstable gerne mal irgendwie sagt, oh, ich möchte jetzt Update installieren. Was hältst du davon, wenn wir mal alle Grafiktreiber deinstallieren? Oder mal den X11-Server? Oder was hältst du davon, wenn wir jetzt mal den Kernel deinstallieren und durch nichts ersetzen? Ist immer wieder schön, das ist dann der Moment, wo man besser abbricht. Also es sei denn, man möchte alle Grafiktreiber deinstallieren. Ich stehe aber so ein bisschen auf Grafik, von daher möchte ich das nicht tun. Aber dafür gibt es ja Backports. Mit Backports kann man sich dann Pakete aus den neueren, also zum Beispiel die neueren Grafiktreiber, die dann mehr Features haben, mehr Performance, wobei das bei meiner Grafikkarte, naja, könnte schon noch was bringen. Die werden dann gelinkt gegen die alten Stable und dann funktioniert das, ohne dass man sich da ein wildes Konstrukt aus verschiedenen Zweigen zusammenbasteln muss. Und wer jetzt nichts versteht, der nicht so wichtig. Das heißt also, ich werde mir dann vermutlich erstmal so eine Woche wahrscheinlich damit verbringen, das einzurichten, wie ich mir das vorstelle. Also genauso wie in der Windows. Man installiert es sehr schnell und dann richtet man erstmal ein. Ich brauche dann nämlich ein paar aktuelle Sachen. Das eine wäre natürlich Wine in der aktuelleren Version, weil ich weiß nicht, ob die 1.8 noch mitliefern oder dann schon die neuere. Aber das ist kein Problem, dafür gibt es Games for Linux. Neue Grafiktreiber, welche dann Backports reinziehen und einen Kernel. Den werde ich mir selbst kompilieren müssen, weil ich doch gerne hier technisch Dings hätte. Die neuen Treiberstruktur von AMD, Treiberstruktur, ja. Die kommen jetzt mit dem 4.9er Kernel experimentell, der vermutlich der Kernel für Debian Stretch werden wird, auch wenn hier noch 4.10 steht, aber das ist veraltet. Wow, wie schön, wie ich über Zeugen rede, die keinen Schwein interessieren. Und eventuell werde ich mir auch ein paar neuere Emulatoren, wenn ich sie brauche, soll ich irgendwann mal neuere, was weiß ich, mal F-Zero GX für Dolphin aufnehmen wollen, werde ich mir wahrscheinlich dann auch über Backports neueren holen. Oder die Pakete direkt selbst kompilieren. Das kann man ja schön unter Linux. Und dann entsprechend mit Optimierung noch ein wenig draufhauen, dann geht das theoretisch schneller. Also Performance ist dann theoretisch besser, wenn man sie voll optimiert. Mit O3 und anpassen auf seine eigene CPU. Gut, man muss halt neu kompilieren, wenn ich die CPU wechsle. Es wird aber nicht so oft vorkommen. Also, dass ich die CPU wechsle. Es sei denn, jemand schenkt mir eine CPU. Ich habe eine CPU auf meiner Amazon-Wunschliste. Da habe ich meine Amazon-Wunschliste schon erwähnt. Nein, soll ich mal tun. Ich habe eine Amazon-Wunschliste, da kann man mir Sachen schenken. Ich nehme die gerne. So, wo war ich jetzt? Ah ja, richtig. Wie gesagt, ich werde hauptsächlich Stable benutzen mit so ein paar Sachen, die ich mir dann vermutlich am Anfang noch aus Backports ziehe und später anfangen werde, das selbst zu kompilieren. Und nein, das ist nicht so kompliziert, wie man denkt. Ich habe auch so gut wie keine Ahnung von Debian und kann trotzdem umsteigen. Das ist jetzt nicht so. Jeder Idiot kann keine kompilieren. Ja, was habe ich denn hier noch so stehen? Ah ja, richtig. Aufnahmeprogramm bin ich mir noch nicht so sicher. Ich habe mir so ein paar angeguckt. Also verlustfreie Aufnahme ist da jetzt nicht so ein Problem. Zur Not nehme ich OBS. Das gibt es ja auch in Linux, wobei ich mir da eher wenig Gedanken mache. Muss ich mal gucken, was sie dann so in einem halben Jahr getan hat.
Eventuell werde ich da auch am Anfang mit Backports und später selbst kompilierten Dinger nehmen. Man möchte ja doch nochmal mehr Performance haben. Video-Encoding habe ich mal kurz drüber geguckt. Kann man ja schon mal machen. Da wird sich, glaube ich, im nächsten halben Jahr nichts nennenswert ändern. Also gut, es gibt ein paar Updates für X264, aber dass jetzt irgendwie X265 das ablösen wird oder plötzlich ganz viel Neues gibt, halte ich für unwahrscheinlich. Das ist jetzt zwar für Ubuntu, das ich nicht nutzen werde, weil mir das zu viel Speicher frisst, aber hey. Was unter Ubuntu läuft, bekommt man normal auch unter Debian zu laufen. Klar, Ubuntu basiert ja auf Debian. Habe ich schon mal 12 Programme. Ich glaube, Videobearbeitung, Encoding, das wird unter Linux nicht so das Problem sein. Nee, ich glaube, das bekomme ich hin. Das soll, ich werde vermutlich Cinelera benutzen. Das sollte vollwertig 64-Bit sein. Was großartig ist, dann kann ich endlich 64-Bit-Filter und diese ganze Pipeline, den ganzen Scheiß, den ich hier noch nutzen muss in der beziehungsweise nein, die 32-Bit-Filter und den Pipeline-Scheiß, den ich unter Windows nutzen muss, wegbekommen und dann habe ich keine Pipeline mehr, weil das Programm und 64-Bit-Filter, weil das Programm zumindest nach eigener Aussage 64-Bit ist vollständig. Ich habe jetzt allerdings noch nicht so intensiv reingeguckt, weil mein Laptop hat nicht genug Leistung und ich habe jetzt auch keine Lust, das über 200 Seiten dicke Handbuch zu lesen. Das würde ich eventuell auch selbst kompilieren. Weil wenn man da CPU-Optimierung betreibt, das wäre schon toll. Damit sollte das nochmal deutlich besser laufen. Und jetzt dann schon längst wieder abgeschaltet. Generell sollte der Arbeitsspeicherverbrauch auch unter Debian dann besser sein. Also auf meinem Laptop bekomme ich auf unter 150 MB. Desktop wird vielleicht ein wenig mehr brauchen, wäre aber auch gut, wenn ich das in die Richtung bekommen würde. Und ja, ich brauche wenig Speicher. Ich brauche viel Speicher, deswegen möchte ich, dass mein System wenig braucht, weil ich hatte unter dem, ich weiß nicht, diesen, wie habe ich das genannt? Unterhaltung 1, habe ich das Unterhaltungsvideo genannt, dass erstaunlich viele Leute geguckt haben oder zumindest angeklickt haben, warum auch immer. Hatte ich ja irgend so eine Diskussion mit so einem Typen, der nicht so wirklich Ahnung hatte, meiner Meinung nach, und mit Tomb Raider kommt, also bitte. War es da nicht so, dass die native Version langsamer läuft als die Windows-Version unter Wine? Ich meine mich da an so einen Test zu erinnern, ein ganz schlimmer Port. Der meinte irgendwas mit 600 MB gebraucht sein, Windows 7 System, ja toll. Ich habe 8 GB Arbeitsspeicher in meinem Rechner und bei Video-Encoding habe ich einen Verbrauch von rund 4 GB. Also 3,8 hatte ich letztens. Ja, 3,8 rum. 3,8, 3,9. Das Problem ist dadurch, dass ich halt diese 32-Bit-Filter und Skalierung und was weiß ich, was alles für einen Scheiß hab, dürft das 4 GB, wenn das überschreitet, gerne mal abstürzen. Oder es ist mir auch schon ein paar Mal passiert, 2-3 Mal. Ja, und ich habe das Gefühl, das ist jetzt nur so, nur Video-Encoding, also nur das Video-Encoding, das läuft, braucht 4 GB. Das heißt, wenn ich irgendwie nebenbei noch was anderes mache, dann ist das noch gar nicht mit drin gerechnet. Und ich habe das Gefühl, dass wenn ich bei einem rein 64-Bit Encoding-System bin, dass es nicht weniger Speicherverbrauch wird. Von daher sind, wenn ich sage, naja, ich habe 150 MB für Debian oder 600 MB für Windows 7, sind 450 MB schon mal ein Unterschied, weil ich habe nur 8 GB. Ich habe übrigens eine Amazon-Wunschliste, da habe ich Arbeitsspeicher, schenkt mir den. Den guten mit 2400 MHz und CL10. Und ja, mehr höhere Speichergeschwindigkeit bringt mehr, vor allem wenn man CPU-lastige Sachen macht, wie Video-Encoding. Setzt natürlich eine entsprechend schnelle CPU voraus. Irgend so einen billigen i3 mit einem absurd hohen Speichertakt, das ist scheiße. Und ja, der i7-4077K unterstützt mehr als 1600 MHz. Intel garantiert nur, dass 1600 läuft, nicht sagt, dass das das Maximum ist. Das verwechseln viele Leute. Ich habe da vor kurzem ein RAM-Ding. Ich glaube, das werfe ich auch mal in die Beschreibung. Da kann man sich das nochmal nachlesen mit dem RAM-Mythen und so. Finde ich recht gut beschrieben, auch wenn das schon ein paar Jährchen alt ist. Aktuell habe ich auch 2133 und damit läuft der i7 problemlos. So. Und das ist nur bei Video-Encoding. Oder mal ein anderes Beispiel für wie viel Speicher ich gerne mal verbrauche.
Man öffnet einen beliebigen Browser, der hat dann Speicherverbrauch zwischen, bei mir zumindest ist immer recht schnell, zwischen 1 bis 2 GB. Das ist übrigens 32-Bit-Version, weil 64-Bit-Version für Vista nicht mehr kommt. Also beziehungsweise früher gab es das nicht und dann kam die 64-Bit-Version und die sagt, ja, installieren Sie bitte Windows 7, wenn Sie das installieren möchten, warum auch immer. Vielleicht haben sie inzwischen geändert, aber ich bin so voll nachzugucken. Dann habe ich noch so ein bisschen Hintergrundprogramme offen, was man halt so hat. Ne? Das ist auch nochmal Gigabyte bei mir. Dann habe ich nochmal offen, also wenn ich, weiß ich, so Praktikumsprotokolle oder sowas schreiben muss oder ein bisschen sinnlos hin und her bastle, dann habe ich auch nochmal so Hintergrundprogramme, die auch bald nochmal knapp einen Gigabyte fressen. Dann hat man natürlich noch so, was weiß ich, wenn ich zum Beispiel Guild Wars 2 mal eine Runde zocke, dann 64-Bit natürlich, den habe ich einmal auf 4 GB hochgeprügelt im Prozess. Das heißt also, ich bin jetzt schon knapp bei den 8 GB, die ich habe, plus natürlich noch das, was Windows gerne hätte, dann bin ich bei rund 8 GB. Und letztes Mal hatte ich bei Guild Wars 2 auf was warten müssen. Und habe nebenbei noch ein anderes Spiel gestartet, das auch nochmal einen halben Gigabyte gefressen hat. Und dann fängt mein Rechner immer an, massiv alles in die Auslagerungsdatei zu schieben, die 60 Gigabyte bei mir groß ist. Und ja, das hat seinen Grund. Und ja, die wird öfters mal benutzt. Also nur für die Leute, die sagen, oh, die 400, 500 Megabyte Speicherverbrauch weniger, die merkst du gar nicht. Nein, ich würde wahrscheinlich auch 16 Gigabyte Arbeitsspeicher früher oder später voll bekommen. Ich bin ja mal gespannt, wie viel Cinelera dann Arbeitsspeicher frisst. Wenn das wirklich komplett 64-Bit ist. Ich mache mir Sorgen um meine 8 GB. Also wie gesagt, 8 GB, das ist für mich gar nichts. Die bekomme ich locker voll. Das ist. Das mache ich immer so nebenbei. Ne? So, was gibt's noch? Ah ja, richtig. Ich habe hier noch VirtualBox. Es gibt ja theoretisch die Möglichkeit, andere Betriebssysteme über VirtualBox oder sowas oder Xen oder ähnliche Sachen zu installieren. Problem ist, dass die Performance bei denen scheiße sind, weil die Grafikkarten da emuliert werden und die sind alle scheiße und sowieso. Und das Problem ist, ich habe zwar VT-X, mit dem ich dann zum Beispiel VirtualBox 64-Bit-Systeme installieren kann. Tolles. Das Problem ist, ich bräuchte VT-D noch. Dann könnte ich die Geräte direkt durchreichen. Dann könnte ich meine Grafikkarte in Dings nutzen. Leider hatte i7-4077K dieses Feature nicht. Aber 4790K hat das. Wollt ihr mir nicht den schenken? Kostet nur irgendwie 300 Euro. Schenkt mir den mal, komm. Ich mache auch ein Let's Play es fällt mir kein schlechtes Spiel ein. Ich mache 100 Folgen SimCity 4 oder so, wenn ihr mir den schenkt. Schenkt mir den, kommt. Ich brauche den. Ich brauche es, ich hab's nötig. Das heißt also, ich würde über VirtualBox nichts zum Laufen bekommen, was nennenswert Sachen ist. So, was noch? Ja, interessant wird auch die Festplattenübertragung. Apropos Festplattenübertragung, bei Linux kann man ja Dateisystem auswählen. Also gut, kann man bei Windows auch, aber außer NTFS hat man da wahrscheinlich nicht wirklich viel Auswahl an modernen Systemen. Modern. Und man kann die natürlich noch ein bisschen optimieren, das wird bestimmt, also zumindest auf meiner Aufnahmeplatte werde ich wahrscheinlich noch ein paar Sicherheitsfeatures abschalten und so. Braucht man nicht. Wenn in der Aufnahme Rechner abstürzt, ist die Aufnahme vermutlich eh Hack, von daher wer braucht dann schon wieder Herstellung, ne? So, außerdem werde ich dann in Zukunft, beziehungsweise bald schon demnächst, vielleicht damit anfangen, so ein paar Tutorials über Linux zu machen. Ich habe zwar keine Ahnung, aber deswegen kann ich ja trotzdem Linux-Tutorials machen. Primär werde ich dabei Debian machen, weil ich auch auf Debian umsteigen werde. Und da kann ich dann auch direkt auf meinem Desktop, den ich dann Mitte so nächsten Jahres haben werde, das direkt zeigen, weil VirtualBox, ja, man kann damit so Debian installieren und testen und schön. Sobald man anfängt, irgendwas zu machen, das zum Beispiel Grafikleistung fordert, ist VirtualBox halt, wie gesagt, oder allgemein alles ohne vernünftige Grafikkarte scheiße. Aber ich habe auch noch ein paar andere Distributionen mal so runtergeladen, so 56 Stück. Die belegen auch nur 90 GB. Ja, kennt vielleicht noch jemand den Witz früher? Ich nutze Torrents nur, um Linux-Distributionen runterzuladen. Ja.
Ja, jetzt darf sich jeder denken, was er will dazu. Ich werde mal gucken, was ich da so alles vorstellen werde. Ich habe das Gefühl, also wie gesagt, Debian wird das meiste kommen, weil ich das auch nutze, aber vielleicht erstelle ich ja auch so das eine oder andere Tutorial zu anderen. Wahrscheinlich erstmal zu den einfacheren Distributionen, bevor ich dann irgendwann so. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals Richtung Gendo wandern will, das ist grauenhaft. Aber hey. Oh, und ich habe noch aufgeschrieben, dass ich endlich mal anfangen will, so technisch vorzulesen. Das hatte ich ja mal irgendwann gesagt, dass ich das mal machen will. Jules Verne ist ja inzwischen gemeinfrei, also das kann man ja nutzen, wie man lustig ist. Müsst ihr demnächst mal anfangen. Interessiert das jemanden? Möchte jemand von mir Jules Verne vorgelesen bekommen? Schreibt es doch mal in die Kommentare oder lasst es bleiben. So, das war jetzt die tolle Ankündigung, die ewig lang gedauert hat und wovon die Leute die Hälfte nicht verstanden haben und schon längst ausgestiegen sind. Fassen wir es kurz zusammen. Ich habe eine Wunschliste, Amazon und Steam, schenkt mir was. Oder bezahlt mir ein Projekt. Ihr wollt irgendein Projekt sehen, bezahlt mich dafür. Oder wartet, bis es zur Wahl gestellt wird. So bitte, ihr wollt doch nicht warten, bis es durch den demokratischen Prozess gegangen ist. Bestecht mich lieber, das geht viel schneller. Und wie gesagt, erstmal werden jetzt diese Windows-Projekte hier beendet. Und wenn ich dann im halben Jahr dann, Mitte 2017, sagen wir mal, Mai, Juni 2017, wenn alles gut läuft, auf Linux umgestiegen bin, dann wird es auch wieder Wahlen geben und so. Und Let's Plays werden fortgesetzt und da wird sich nicht viel ändern. Ich habe so viele Spiele zur Auswahl, ich bin sicher, ich finde 2-3 Stück, die auch unter Linux laufen. Problemlos mit den freien Treibern, weil die nicht so schlecht sind. Also zumindest, wenn man ältere Hardware wie ich hat, wenn man die neueste hat, dann ist das natürlich wieder so eine andere Sache. Das sind die geschlossenen Treiber von den Herstellern meistens besser. Alter, habe ich viele Projekte. Ja, 2-3 Jahre brauche ich wohl noch, bis ich mit meinen Projekten durch bin. Wie gesagt, Emulatoren funktioniert alles problemlos. Und ältere Spiele, also Amiga-Projekt wird es dann auch wieder geben, sobald ich hiermit durch bin. Das läuft emulatorentechnisch problemlos. Zur Not, das braucht auch keine Grafikleistung, könnte man also alternativ auch wie ein UAE weiter nutzen und erweihen. Strategiespiele, die werde ich jetzt erstmal durchjagen. Unter Linux, was könnte man da spielen? Okay, jetzt wird erstmal vermutlich Earth 240 inklusive der beiden Add-ons dann kommen. Das wird auf jeden Fall unter Linux laufen. Supreme Commander hat Platin-Status. Siedler 2 läuft über DOSBox, wollte ich auch mal machen. Boah. Command & Conquer, die älteren Teile, Alarmstufe Rot muss ich auch mal, also Alarmstufe 2. Tiberian Sun würde ich übrigens nicht neu spielen, weil da finde ich die Qualität annehmbar. Warzone 2100 möchte ich ja neu machen, das läuft unter Linux nativ. Rollenspiele, ja, Arcanum. Was gibt es noch so für Rollen? Ja, Gothic 2, das läuft in der Linux. Wie gesagt, was genau läuft, kann ich jetzt noch nicht sagen, weil es geht auch über. Erstes Mal kann ich nicht alle Software testen. Gut, ich könnte theoretisch alles unter meinem Laptop installieren, was ich hier habe. Aber mein dein Laptop hat schon unter Windows. Also, der hat generell keine Leistung und. Also. Ich habe da mal Guild Wars 2 damals in der Windows installiert. Ich hatte, also wenn nichts los war, hatte ich 9 FPS. War schon ziemlich geil, mit 9 FPS das Spiel zu spielen. Also es sei denn, es ist irgendwas passiert, dann hatte ich so 3 FPS. Und 3 FPS hat dann auch angezeigt, wenn das Spiel anfing zu stehen und gar nichts mehr ging. Und soll es performancemäßig trotz die freien Treiber mehr Probleme machen als erwartet, kann ich immer noch die AMD-Treiber installieren, die offiziellen, also die offiziellen vom Hersteller, die sind dann zwar geschlossen, haben kein Gallium, nein, aber hey, das geht schon. Die Treiber unter Linux sind auch aktueller als die Treiber für Vista. So viel zum Thema, Windows wird toll unterstützt, ja, am Arsch. Nur weil du Vista benutzt, ja, aber Vista hat noch Support. Zum Kotzen, wie gesagt. Und sollte es tatsächlich irgendwelche Probleme geben unter Debian, die ich wüsste zwar nicht welche, aber irgendwas, dass ich unbedingt Windows nutzen werde, dann werde ich wohl Windows 7 wechseln. Damit sollte alles gut laufen zur Not. Gerade so. Das kann ich ja dann noch eine Debian-Version weiter, bis Debian 10 an Hausen ist. Bis dahin hat Windows 7 noch Support. Es sei denn, die Leute bei Debian verhacken sich mal wieder. Mir nicht das erste Mal, aber ich denke nicht. Und was denn da noch? Ach ja, richtig, der Typ, der damals in seinem
Erzähl, wie habe ich das genannt? Unterhaltung. Unterhaltung war es, genau. Unterhaltungsvideo gemeint hat. Ja, ich soll auch jetzt schon mal die Hardware testen. Ich muss mal installieren, was totaler Schwachsinn ist. Erstmal Ubuntu müsste ich nicht. Vor allem, wenn ich jetzt installieren, also während Debian immer noch weiterentwickelt wird und auch andere Software, die ich dann benutzen werde, noch weiterentwickelt wird, soll ich jetzt schon mal testen, was dann komplett für ein Arsch ist, weil erstmal bis Debian der Freeze erfolgt und dann nur noch Fehler gepatcht werden, bis dann halt die fertige Version rauskommt oder die Version, die die Entwickler für fertig halten. Das kann noch ein bisschen dauern. Das war, wann hat er mir gesagt? Von Vierteljahr? Ja, geht es halt massiv Weiterentwicklung. Dazu kommt natürlich, dass ich die Treiber neuere Versionen nutzen werde, ich kann schlecht jetzt die Software nutzen, die erst in einem halben Jahr veröffentlicht wird. Von daher werden solche Tests komplett sinnlos. Weil wenn ich jetzt sage, oh, das funktioniert nicht mit der jetzigen Version von Treibern, läuft das nicht flüssig, oder mit der jetzigen Version von Wine läuft das nicht toll. Knapp ein Dreivierteljahr noch, bis es dann irgendwann mal fertig ist. Und bevor jetzt jemand kommt, warum machst du kein Dual-Boot-System? Das ist komplett Arsch, weil ich dann könnte ich zwar arbeiten auf Linux und spielen unter Windows. Das Problem ist nur, ich müsste mir ja sowieso eine aktuelle Version von Windows holen, damit ich Sicherheitspatches bekomme. Wenn ich Online-Spiele spielen will, muss ich ja online gehen. Und zweitens mal mache ich gerne mal Pausen, so zwischen dem Spielen, so eine halbe Stunde oder so, wo ich, zwischen dem Spielen, ja, also zwischendrin, während ich spiele, mache ich mal eine Pause, eine halbe Stunde im Spiel, dazwischen, nein. Also wenn ich irgendwas mache, da sehe ich zwei Stunden, dann mache ich mal eine Pause, eine halbe Stunde, dann spiele ich, dann habe ich keine Lust, ständig neu zu booten. Aber insgesamt, also meine Hardware ist nicht ganz die neueste, von daher volle Unterstützung, außer für das neue Treibermodell für AMD, aber das kann man sich mal schnell selbst basteln, das ist jetzt. Beziehungsweise ich bin froh, dass es für GCN 1.0 Karten überhaupt noch kommt. Ich habe die erste Serie, das wird jetzt experimentell eingebaut, ist aber standardmäßig deaktiviert, deswegen werde ich mir auch den Kernel selbst kompilieren müssen. Und ja, das war's im Prinzip. Wie gesagt, ich werde auch noch ein paar andere Sachen wahrscheinlich irgendwann selbst kompilieren, einfach nur um Optimierungen vornehmen zu können. Kann man unter Windows eher schlecht, also könnt ihr mal einen Hersteller anfragen, irgendwie mal bei, was weiß ich, Adobe oder Sony. Nee, Sony hat ihren, haben die nicht ihren Video-Encoding-Programm da verkauft? Ja, könnt ihr mal anfragen, ob ihr gerne mal ein entsprechend optimiertes auf eure Prozessor und mit Maximaloptimierung optimierte Version bekommen könnt. Die werden euch sagen, ja, spinnst wohl. Ja, das war's im Prinzip, was ich sagen wollte. Also, wie gesagt, es läuft im Prinzip alles so weiter wie bisher. Und Wahlen wird es dann auch wieder geben. Also, es ändert sich im Prinzip gar nichts. Also, das wollte ich mal sagen. Es bleibt alles so, wie es ist. Das muss man auch mal sagen, ne? Dass es keine Änderungen gibt, die wirklich nennenswert sind. Das ist großartig. Und sollten noch irgendwelche Fragen sein oder. Ich weiß nicht, vielleicht noch jemand. Ich werde mal die Liste an Linux-Distributionen, die ich mir mal runtergeladen habe, reinposten. Vielleicht sagt einer, ey, das musst du unbedingt auch mal vorstellen, installieren, Tutorials zu machen. Oder wie generell das Interesse an Linux-Tutorials sind. Wie gesagt, aktuell kann ich noch nicht viel machen. Ich werde wahrscheinlich demnächst mal so ein etwas ausgiebiges Tutorial, wie man Debian installiert, was ziemlich einfach ist, aber ich dachte mir, ich erkläre da noch ein paar Sachen dazu. Machen. Und ob jemand daran interessiert ist, ob ich Schulwerk vorlesen soll. Ist gut, es gibt immer einen, der aus Prinzip jetzt schreibt, ich finde dich voll geil. Boah. Das war's dann für heute. Nach, ich weiß nicht, halbe Stunde oder was ich da jetzt aufgenommen habe. Sehr gut. Guckt sich keinen Schwein an. Egal, Karl, das war's mit dem Ankündigungsvideo. Und sollten noch weitere Fragen sein, könnt ihr da einfach reinschreiben. Dann könnte ich dazu noch ein Video machen. Hey, vielleicht soll ich das mal machen. Schreibt mir Fragen, damit ich es beantworten kann. Nein, macht lieber hier. Also, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, zum Beispiel, kannst du in der Linux eigentlich noch hier, ne? Hat man da eigentlich schon was anderes als Konsole? Ja, hat man. Ich habe sogar schon Tabs unter Linux, also nativ. Also, den Desktop, den ich benutzen werde, ist entweder lxde oder lxqt. Der hat Tabs im Desktop-Manager. Windows 7 hat das, glaube ich, auch noch nicht. Hat Windows 10 hat Windows 10 noch Fenster? Also normalerweise muss man einen Ordner aufmachen und wenn man dann einen anderen Ordner muss man dann auch aufmachen und
das ist halt wie bei Browsern zum Beispiel, dass man einfach einen neuen Tab aufmachen kann. Das ist voll toll. Ich habe letztens in 5 Minuten vielleicht überlegt, also ich war daheim, hatte nur meinen Laptop dabei und dann war ich wieder hier und hatte wieder Windows und habe mich gefragt, warum zur Hölle der scheiß Ordner nicht aufgeht, obwohl ich doch mit der Mausrad draufklicke, bis ich festgestellt habe, richtig, Windows kann das nicht. Also zumindest nicht Vista, ich weiß nicht, wie sieht das bei Neuren aus? 7 kann das auch noch nicht, glaube ich. Ne? Ja. Das war's, also wenn noch Fragen sind. Ich glaube, ich habe nichts vernünftig erklärt, aber alles bleibt so, wie es ist. Und Wahlen sind halt bis so Mitte nächsten Jahres erstmal ausgesetzt. Es hat jemand bezahlt dafür, aber das ist ja dann keine Wahl. Egal, Karl, das war's mit dem Erklär, was auch immer, Video, was ich auch immer hier gerade verbrochen habe. Und wie gesagt, bei weiteren Fragen kann ich ja noch ein Video dazu machen. Das dann auch wieder eine halbe Stunde geht und nur mehr Fragen aufwirft, als es beantwortet. Egal, Karl, das war's. Ich sage auf Wiedersehen. Bis, keine Ahnung, wann ich das nächste Ankündigungsvideo mache.